Hallo Freunde des Schulsportweltenportals. Heute wieder ein Work-In mit Leonie und mit mir. Unschwer zu erkennen, wir haben Handbälle in der Hand. Es wird eine reine Handballstunde werden. Bälle und Hände sind desinfiziert. Das haben wir im Vorfeld gemacht. Das würde uns jetzt zu viel Zeit kosten. Durchs Programm, durch die Stunde wird uns Leonie führen. Handballerin in der aktuell dritten Liga, hat auch schon in der zweiten Liga gespielt und das darf man nicht unter den Tisch kehren. Aktuell erweiterter Nationalkader im Beachhandball. Obwohl, du hast mir vorhin schon einmal erklärt, ist schon ein bisschen was anderes als normale Handball, aber dennoch ist das ja erwähnenswert, bitte. Ja, wir widmen uns jetzt heute genau dem Hallenhandball. Genau. Haben beide schon einen Ball in der Hand. Es soll sehr viel ums Werfen gehen, was ja ganz typisch ist für einen Handball. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass wir unsere Schulter richtig warm machen, damit wir uns da nichts zerren, auskugeln etc. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit einem kleinen Warm-up. Mhm. Wir laufen erstmal ein bisschen, kreisen unseren rechten Arm vorwärts. Du wirfst auch mit dem rechten Arm, richtig? Ich bin auch, ja, genau, okay. Genau. Dann einmal rückwärts. Dann nehmen wir auch den anderen Arm, weil wir ja auch damit mal passen können. Würdest du auch mit dem linken Arm werfen, wenn es sein müsste? Oder aufs Tor werfen? Passen hast du ja gerade gesagt, aber aufs Tor werfen? Also wenn es nicht mehr anders geht, würde ich das auch mal machen. Ja. Ist, glaube ich, tatsächlich schon mal vorgekommen. Ja. Würde ich nicht freiwillig machen. Würde ich, okay. Okay, dann geben wir jetzt den Ball ein bisschen um den Körper, kreisen nochmal beide Arme vorwärts und machen dabei so ein bisschen Hopserlauf. Nochmal beide rückwärts. Dann prellen wir den Ball nochmal, um auch da ein bisschen das Gefühl für zu kriegen. Ist ja auch ganz typisch für einen Handball. Auch das mit beiden Händen nochmal. Okay, kreisen wir jetzt noch mal weiter unsere Arme und zwar einen vorwärts und einen rückwärts und laufen dabei geradeaus. Dann wechseln wir das, den anderen Arm vorwärts und den anderen rückwärts. Das sind ja relativ kleine Bälle jetzt, die wir ja haben. Die haben, liegen bei uns gut in der Hand. Ihr selber habt, wenn ihr spielt, Patte. Was ist das? Genau. Du kannst das mal. Ja, das ist so ein. Wird auch Harz genannt, ist eben so ein Kleber, der zum einen dafür sorgt, dass man die Bälle natürlich besser fangen kann, dass sie leichter an der Hand kleben, vor allem wenn man mit einer Hand fängt, dass der nicht irgendwie noch wegrutscht und es erlaubt eben auch andere Wurftechniken. Also man kann zum einen wirklich doller werfen, aber auch Trickwürfe, das ist natürlich ganz wichtig, was man so aus der Bundesliga oder so kennt. Ja. Wenn man irgendwie einen Dreher macht, dann dreht sich der Ball noch besser, wenn da eben auch Patte dran ist. Okay. Deswegen, ja. Das heißt aber, wenn der irgendwo rollen würde, dann wir prellen noch mal. Bleibt der relativ schnell, aber auch liegen. Ja, ne? Genau. Gehe ich davon aus, oder? Das ist heute bei uns nicht der Fall. Nein. Wir haben ja jetzt keine Patte. Aber das kennt man vielleicht auch aus den Spielen im Fernsehen, die ihr schon mal gesehen habt. Da bleibt der super schnell liegen und klebt einfach am Boden fest. Und hinterher sind am Boden auch diese ganzen Flecken. Okay. Ich würde sagen, Schulter ist ein bisschen warm. Ja. Können wir jetzt anfangen mit dem lockeren Passen erstmal. Spielen wir erstmal zu zweit ein paar Bälle. Wir können einfach stehen. Ein Ball, zwei Bälle. Ein Ball erstmal. Genau, kannst deinen weglegen. Und wir passen erstmal ganz locker. Sind so locker auf den Füßen, also stehen nicht so platt und spielen, sondern immer so leicht in einer Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Wenn wir den Ball annehmen, gehen wir nach vorne, dann wieder zurück. Welches Bein hast du vorne, wenn du rechts wirfst? Ja, ich habe das linke Bein vorne. Ja. Also so wäre meine Ausgangsposition. Ja. Linkes Bein vorne, rechte Schulter zurück, weil ich eben mit dem rechten Arm werfe. Okay. Also genau. Wichtig ist auch schon beim Passen, dass man den Arm hochnimmt. Also dass das Ellbogengelenk wirklich über der Schulter ist und man nicht hier unten. Dann ist es schwieriger. Genau, sondern dass man wirklich. Und normal auf Brusthöhe, wo soll der Ball. Genau, Ziel so, hier ist wirklich hier. Das Ziel, okay. Und
Ja, gut. Dann können wir jetzt mal den linken Arm noch nehmen. Oha. Dann haben wir entsprechend eben das rechte Bein vorne. Auch da den Arm oben. Ja, also auf jeden Fall, du könntest auf jeden Fall aufs Tor werfen mit links. Bei mir wäre das alles andere als ein Wurf aufs Tor. Oha. Ja, das ist einfach Übungssache. Oh, schön. Jawohl. Okay. Dann können wir nochmal Bodenpässe spielen. Auch das sehr üblich. Und auch da mit der anderen Hand nochmal. Und dann sind unsere Arme gleich warm genug. Und dann können wir auch ein bisschen aufs Tor werfen. Würde eine Torfrau dieses Warm-up auch mitmachen? Ja. Sie ist ganz normal im Warm-up. Ah, okay. Genau. Ja, eine Torfrau. Also laufen sowieso auch, um den ganzen Körper und Kreislauf in Gang zu kriegen. Ja. Und Pässe spielen ist für Torhüter eben auch wichtig. Die müssen ja auch schnelle und dolle Pässe dann eben rausspielen, stimmt, genau. Wenn Tempo sie den Ball Stoß, genau, aus dem richtig. Tor holen müssen. Genau. Ja. Deswegen würden die das auch mitmachen. Und wenn es dann ein bisschen spezifischer um das Passspiel geht, dann werden die Torhüter raus und dehnen sich noch ein bisschen mehr, was die so brauchen, machen dann nicht mehr mit. Ja. Aber okay. Jetzt zu den anderen Mannschaftsteilen kommen wir nachher nochmal. Da habe ich noch zwei, drei Fragen, die mich interessieren. Ich würde sagen, du kannst dir wieder einen Ball schnappen. Und dann werfen wir jetzt erstmal ganz locker ein bisschen aufs Tor. Also, haben hier noch ein paar mehr Bälle. So, die rote Linie hier ist der 6 Meter. Das ist die Linie, die man nicht übertreten darf, wenn man aufs Tor werfen möchte, sonst wird einem das Tor aberkannt. Wir werfen jetzt erstmal, machen 3 Schritte. Also, wenn du mit rechts wirfst, links, rechts, links. Stemmen dann einen Arm hoch, wie ich es eben erklärt habe, und werfen erstmal aufs Tor. Wir können erstmal ein bisschen locker anfangen und dann, genau. Also wenn wir die Bälle hier in die Mitte nehmen, dann können wir, oder? Ja, genau, das können wir machen. Das ist gut. Ich hole die mal. So, jetzt haben wir ein paar Bälle mehr hier. Wie viele Schritte dürfte ich mit dem Ball machen, damit ich dass es keinen Abpfiff gibt? Also, 3 Schritte. Weil ich habe gerade gesehen, du hast einmal geprellt eben gerade. Ja, genau, 3 Schritte darf man machen. Also so links, rechts, links dürfte ich jetzt machen. Dann darf ich aber keinen weiteren machen, dann müsste ich prellen. Ja. Deswegen ist Prellen eben auch ein ganz wichtiges Element im Handball. Und dann dürfte ich wieder 3 Schritte machen, wenn ich einmal geprellt habe. Okay. Also ich kann 3 Schritte machen, dann kann ich so lange prellen, wie ich will. Wenn ich den Ball dann einmal aufnehme, darf ich wieder 3 Schritte machen und dann muss ich abspielen oder aufs Tor werfen. Okay. Okay, wir werfen, bis alle Bälle weg sind, dann holen wir die einmal und dann machen wir noch eine neue Übung. Oh. Hey. Bist du ein 7-Meter-Schütze? Nein. Bei dir in der Mannschaft? Nein. Nein? Wirst du nicht gefragt? Da haben wir unsere Spezialisten. Ach, also die haben auch eine spezielle Ausbildung dann? Also auch ein besonderes Training letztendlich? Das hat sich, das nicht. Das hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Wenn man öfter 7 Meter wirft, dann hat man da auch mehr Erfahrung und dann macht man das auch öfter. Ich habe schon ein paar 7 Meter geworfen, aber ich war nie die erste Schützin. Ja. Und das werde ich auch nicht mehr. Das erfordert ja auch Mut, glaube ich, einfach mal. Ne? Letztendlich wird ja schon erwartet, dass der Schütze oder die Schützin dann den Ball im Tor versenkt. Ne? Also, vor allem gibt es da ja entscheidende Situationen, in denen man sich dann eben auch nicht drücken kann, wenn man der erste Schütze ist und dann kommt es eben vielleicht auch mal auf einen an. Naja, stimmt, okay, gut.
Okay. Aber so Sieben-Meter-Training, würde das dann nach dem normalen Mannschaftstraining sein oder was? Das heißt, der Torwart stellt sich bereit oder man macht das ohne Torwart oder wie würde das dann laufen? Nee, man braucht schon einen Torwart dafür. Genau, also ganz oft macht man das so zum Abschluss eines Trainings, dass sich alle nochmal aufstellen. Okay. Ja. Und wer dann trifft, hat das Training beendet und die anderen müssen noch weiter werfen, solange sie treffen zum Beispiel. Oder manchmal hat man ja auch so verrückte Torhüter, die irgendwie Lust haben, nach dem Training noch nicht ausgelastet sind. Noch ein Battle irgendwie. Die noch irgendwie ein bisschen trainieren wollen und dann stellen die sich da nochmal rein und dann kann man das nochmal, kann man vielleicht auch mal ein paar neue Wurfvarianten üben, die man im Spiel eben noch nicht anwenden würde. Ja, cool, schön. So, ich habe hier jetzt schon mal ein paar Hütchen neben das Tor gestellt. Du sagst mir, was ich machen muss? Ja, du musst gar nichts machen, außer dir einen Ball schnappen. Ja. So. Und ich habe jetzt mal so ein paar Hütchen unten in die Ecke gestellt, weil im Spiel haben wir natürlich auch einen Torhüter, der, wenn wir mitten aufs Tor werfen, dann hält er die Bälle, wenn er nicht ganz so schlecht ist. Ja. Deswegen müssen wir eben nicht nur doll werfen, sondern auch platziert. Ja. Und das wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen üben. Also wir haben jetzt ein bisschen auf die Technik geachtet, dass der linke Fuß vorne ist, wenn wir mit der rechten Hand werfen oder eben der rechte Fuß, wenn wir mit der linken Hand werfen. Und dass das Ellbogengelenk über der Schulter ist, also man wirklich aus dem langen Arm wirft. Und jetzt wollen wir noch versuchen, diese Technik zu verbinden damit, dass wir eben auch gezielt aufs Tor werfen. Lass gezielt heißt entweder oben in die Ecken oder unten in die Ecken. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt die Hütchen treffen. Okay, gut, okay, gut. Na, das war schon mal nichts. Nicht schlecht. Bisschen zu hoch noch. Ja. Jawohl, sauber. Ja. Ah, das ist natürlich auch eine gute Variante, sag ich mal, für einen Schulsport. Also ich weiß, beim Handball geht keiner gerne ins Tor. Ne? Also ich muss auch sagen, wenn man die hochklassigen Spieler sieht oder Spiele sieht, was die im Tor wegfischen und mit welcher Furchtlosigkeit sie sich dem Gegner und den Bällen entgegenschmeißen und Reflexe haben, das ist ja ist Wahnsinn, sag ich mal. Ne? Ja. Ich meine, sowas. Ja, man sagt ja auch immer, also Torhüter ist nicht einfach, ne? Also sind schon ein bisschen verrückt. Also sich da reinzustellen bei Bällen bis zu 100, 120 km/h, die da aufs Tor kommen können. Ne? Ja. Da muss man schon ein bisschen verrückt sein, um sich da freiwillig reinzustellen. Ist es egal, ob das eine Frauenliga oder Männerliga ist, ne? Ja, klar, also die Würfe der Männer sind natürlich noch ein bisschen, aber ich glaube, ein Wurf von Frauen kann auch schon wehtun, wenn man definitiv, möchte ich auch nicht abbekommen. Von daher ist es eine gute Alternative, ne? Sag mal, wenn man Spielformen macht in der Schule, okay, wir haben das riesige Tor, wollen wir nicht im Brillentheorie den schlechtesten reinstellen, sondern wir müssen hier die kleinen Hütchen treffen. Ne? Genau, man könnte auch oben in die Ecken entweder noch Ringe oder Leibchen hängen. Ja. Und eben, wenn man die da durchwirft durch die Ringe oder die Leibchen trifft, gibt es eben auch einen Punkt, dass man nicht nur unten wirft, sondern auch oben. Coole Alternative, jawohl. Genau, ja, wir machen das noch einmal. Wir können ja jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, weil dass man wirklich vom 6 Meter aufs Tor wirft, passiert nicht ganz so oft, sondern manchmal muss man auch von ein bisschen weiter wegwerfen. Ja. Das ist auch gute Wurfchancen. Dann wird es natürlich noch ein bisschen schwieriger, genau zu werfen. Oh. Sehr gut. Kann ich mir ja nicht gefallen lassen. Nein, das war aber reiner Zufall. Jawohl, sicher. Und einen hast du noch, genau. Ach. Los, komm her, den machst du jetzt noch weg. Was ist deine Position im richtigen Spiel? Ich spiele Rückraum rechts. Rückraum rechts als Rechtshänder? Genau, das ist nicht so typisch. Eigentlich stehen da die Linkshänder, aber von denen gibt es ja nicht so viele. Ja, die werden mit Gold aufgewogen normalerweise, ne? Ja, wenn man die hat. Ja. Deswegen bin ich da irgendwann gelandet und habe da jetzt meine Position gefunden. Was würdest du als deine Stärke bezeichnen? Was kannst du
richtig gut im Handball? Klar, du musst Handball spielen, kannst du mit Sicherheit alles, bist ziemlich perfekt. Aber was zeichnet dich denn eigentlich aus? Das ist immer schwierig zu sagen, sag ich mal, aber in der Mannschaftssportart braucht man ja auch jemanden, der ein Spiel mal drehen kann, der mal andere mitbereißen kann, sag ich, auch wenn man vielleicht hinten liegt oder der nervenstark ist oder auch mal sagt, oh, jetzt werf ich mal drauf, klar. Obwohl die Uhr tickt runter und jetzt ist nochmal kriegsentscheidend irgendwie. Wo würdest du dich da eher sehen? Ja, ich bin schon sehr kämpferisch und kann mich nochmal reinhauen, wenn es darum geht, eben noch das Spiel zu drehen. Das glaube ich schon. Und so, also ich bin nicht so die Schützin außer Distanz, das habt ihr eben vielleicht schon gesehen. Okay, ja. Sondern ich bin eher so die 1-gegen-1-Spielerin, also mit viel Körperkontakt und dann ein bisschen mit meiner Kraft was rausreißen. Ja. Das würde ich sagen, sind meine Stärken. Ja, dass du eine Kämpferin bist, das haben wir ja mal in einem Work-In gesehen, wo wir beide einen Battle gemacht haben. Da bist du ja auch irgendwie mal hier in Kniehöhe an mir vorbeigeflogen. Ich erinnere mich. Das glaube ich sofort. Ja. Okay. Okay, jetzt haken wir das Zielwerfen ab und ich möchte dir noch eine andere Sache zeigen, die auch ganz handballtypisch ist. Dafür hole ich auch noch mal Hütchen. Und zwar soll es um die Körpertäuschung gehen. Ja, okay. Körpertäuschung, kann sich jetzt vielleicht jeder denken. So, das ist jetzt mein Abwehrspieler, der vor mir steht. Muss ich die Bälle ein bisschen beiseite nehmen? Ja, ich mache das erstmal trocken vor. Ja. Also man hat ja natürlich, ich bin jetzt Angreiferin auf das Tor, aber vor mir stehen natürlich 6 Abwehrspieler. Und an denen muss ich ja erstmal vorbeikommen, damit ich überhaupt zum Torwurf kommen kann. Und dafür muss ich natürlich meine Abwehrspieler ein bisschen veräppeln. Ja. Und ganz typisch macht man das eben im Handball durch eine Körpertäuschung, indem man einen Schritt hierhin geht, den Oberkörper mit hierhin verlagert und so dem Abwehrspieler signalisiert, ich möchte hier vorbei und hofft, dass der Abwehrspieler einen Schritt rüber geht, sodass man dann auf der anderen Seite vorbeikommen kann. Ja, okay. Ist ein ganz einfaches Mittel, aber eben ganz elementar. Also auch da sieht man große Unterschiede in der Bundesliga von Spielern, die das super können. Und obwohl der Abwehrspieler weiß, was der Angreifer gleich macht, fällt man drauf rein. Er zuckt. Genau. Und da braucht man und dann hat er einen Nachteil. Da braucht man wenig Platz. Genau. Ja, okay. Genau. Und als Rechtshänder, die typische Körpertäuschung ist eben, dass man einen Schritt nach links geht und hier den Abwehrspieler mit hinzieht. Den Oberkörper, wie eben gesagt, nach vorne zieht und dann macht man einen Schritt rechts, ein bisschen nach hinten und zur Seite und dann wieder links auf der anderen Seite nach vorne. Okay, und mit den Schritten kommt man auch ganz normal hin. Genau, dann hat man 3 Schritte. Also ich hätte jetzt 1, 2, 3. Okay. Und dann müsste ich anfangen zu prellen oder eben werfen. Oder abschießen. Okay. Genau, oder weiterpassen. Genau, also wenn ich jetzt den Ball bekomme, könnte ich 1, 2, 3, dann könnte ich noch prellen. Und dann aufs Tor werfen oder schon direkt aufs Tor werfen. Okay, also das heißt, du kommst hier angelaufen, 1, 2, 3 und dann würdest du aufs Tor werfen. Genau. Okay. Das ist jetzt erstmal so die Trockenübung. Das wird man, wenn man Handball spielt, wird man da nicht drum rumkommen. Ja. Und dann wird es eben immer noch ein bisschen perfektioniert. Also ganz wichtig ist zum Beispiel der Abstand zum Abwehrspieler. Also wenn ich das hier mache, dann wird mein Abwehrspieler sich denken, mach doch, ich reagiere gar nicht. Und wenn ich das zu dicht an ihm mache, dann kann er mich festmachen und dann kann ich nicht mehr weiterlaufen, nicht mehr weiterpassen. Deswegen ist der Abstand zum Abwehrspieler ganz wichtig. Und damit der Abwehrspieler drauf reinfällt, ist auch ein Tempowechsel ganz wichtig. Ja. Also ich gehe hier langsam, verlagere und dann mache ich 2 schnelle Schritte und versuche auf der anderen Seite vorbeizugehen. Ich mache das einmal trocken vor. Okay. Genau. Das heißt Tempowechsel auch hat man bei dir jetzt auch schon gesehen. Also erstmal langsam verlagern und dann 1, 2. Ich versuche es auch einmal zwischendribbeln, genau. Okay. Ich glaube, es war aber ein Schrittfehler, oder? Ja, ich glaube, das waren 4. Da musst du dann einmal schon tippen, Ja, okay. Damit das nicht abgepfiffen wird. Das heißt, ich meine, du hast es vorhin gesagt, du liebst das Körperliche, dass du da mit Kraft reingehst. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dem Körperkontakt auszuweichen und den Platz zu schaffen, nimmst du das natürlich als Option, logischerweise. Na klar. Ne?
Okay. Natürlich ist es aber auch so, an irgendeinem Punkt, wenn man das macht, dann verschafft man sich zwar Platz, aber dann kommt der Abwehrspieler vielleicht noch von der Seite und gibt einem einen mit. Ja. Oder der nächste Abwehrspieler kommt, sodass man da trotzdem nicht völlig frei werfen kann. Ja, okay. Genau, aber... Ah, ja, ne? Ja, Volltreffer. Wie viele Trainer sind beim Training bei euch denn? Also ich meine, ihr, beim Training seid ihr als, mit Sicherheit zwei Mannschaften voll, gehe ich mal von aus, ne? Dass ihr auch Trainingsspiele machen könnt. Ja. Ne? Ja, und dann gibt es einen Abwehrtrainer, Sturm, also Abwehr- oder Angriffstrainer? Oder? Nee, also ich würde sagen, ein typisches, also gibt es einen Trainer und einen Co-Trainer. Hm. Die sind oft zu zweit oder eben manchmal teilen sie sich das auch. Also dann macht mal der eine das Training und achtet auf Angriff und Abwehr. Okay. Und dann gibt es aber oft noch einen Torwarttrainer, nicht zu vergessen. Weil die Torhüter ja auch ihr spezifisches Training brauchen. Okay. Ein bisschen mehr Koordination und sich, wenn man so Passgeschichten macht im Training, langweilen sich die Torhüter mal ein bisschen und müssen ja auch beschäftigt werden. Ja, ja. Und dafür gibt es dann eben noch einen Torwarttrainer. Ja. Und der Torwart, da muss ich ja auch sehr, sehr gut mit der Abwehr verstehen. Also da ist auch permanent Kommunikation gefragt. Ja, auf jeden Fall. Wer hat da die Hosen an? Wer sagt, wer wo stehen muss? Ist es der Torwart? Sind das die... Die Feldspieler oder? Also ich würde sagen, grundsätzlich gibt es da eine generelle Absprache, wie das ist. Also wenn ich jetzt von hier werfe, dann ist eigentlich klar, meine Wurfarmseite, also die lange Seite vom Tor, muss die Abwehr haben und die andere ist die vom Torwart. Okay. Ja. Das ist erstmal so die grundsätzliche Absprache und dann, wenn man eben einen Gegenspieler hat, bei dem das nicht hilft oder... Man versucht es, aber es klappt einfach nicht. Dann muss man mit dem Torhüter sprechen und sagen, wir müssen da was ändern oder lass uns mal was ausprobieren, damit er uns nicht den Zehnten reinschmeißt. Ja, okay. Genau. Aber ihr wisst ja, ich meine, in der Liga sind ja Mannschaften noch bekannt, die werden mit Sicherheit auch gefilmt, es werden Videoanalysen gemacht. Ja, genau. Und dann weiß man, okay, hier, pass auf, hier die Nummer 3 oder was ich will hier. Die zieht immer rechts oder links vorbei und hat einen, wie und auch immer. Und wirft dann immer lang unten. Genau. Oder macht, und wie auch immer. Und das weiß man natürlich auch und dementsprechend stellen sich Mannschaften ja auch darauf ein. Ne? Genau, und, aber wie ich eben schon gesagt habe, wenn das jemand perfektioniert hat, dann weiß man das und dann kommt er auf einen zu und trotzdem klappt es. Ja, und, die schlafen auch nicht auf dem Baum. Ne? Genau. Okay, eine letzte Übung habe ich, um noch dir ein bisschen zu zeigen, wie komplex Handball denn auch sein kann. Also ich fand das hier schon nicht ganz ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Schritte und dann nicht zu viel Schritte und dann noch Treffen da unten. Sollen wir Bälle wegräumen? Die können wir ein bisschen an die Seite räumen. Und zwar soll es jetzt darum gehen, dass wir erst unseren Gegenspieler hier vorne veräppeln. Ja. Also... So, wir veräppeln unseren Gegenspieler mit der Täuschung, die wir eben gelernt haben. Ja. Und jetzt prellen wir hier noch einmal im Parcours kurz rum, sind dann schon an 7 Metern und werfen aufs Tor. Okay, jawohl. Also wir kombinieren jetzt die Übungen. Die wir vorhin gemacht haben, ne? Das heißt also, Schritt dahin, zack. Schritt dahin heißt, machst du mit dem Arm auch eigentlich was? Oder wo hast du denn die Wurfhand mit dem Ball in der Hand. Was machst du denn da? Also gut eigentlich? Ist natürlich, wenn man den hier oben hat, weil dann auch der Körper relativ weit weg ist. Genau, und der Gegenspieler am wenigsten rankommen kann. Ja. Und ich kann natürlich auch aus dieser Bewegung noch gut passen. Okay. Deswegen, wenn ich ihn unten habe, dann ist es für den Abwehrspieler leichter. Zack. Ja, sehr gut. Ah ja, okay. Mach's noch einmal bitte hier den Wackler. Ja. Also den habe ich irgendwie noch, ich glaube, da stukle ich immer noch ganz ordentlich. Ah, der
Fritz. Okay. Ja, gucken. Genau, und ganz wichtig ist noch, jetzt auch beim Prellen, dass man ja beim Handball den Ball im Gegensatz zum Basketball nicht führen darf. Also, ich dürfte jetzt nicht irgendwie sowas machen, sondern ich darf den Ball wirklich nur von oben prellen. Ah, okay. Und darf ihn nicht führen, sonst wird abgepfiffen und die andere Mannschaft kriegt den Ball. Okay, ja. Du hast im Kindesalter angefangen mit Handballspielen? Ja, ich glaube, ich war 8 Jahre alt, habe ich angefangen. Auch mal eine andere Sportart ausprobiert? Ja. Kinderbodenturnen zum Beispiel. So. Das auch, das war noch vorher. Ja. Kurzzeitig habe ich noch Tennis gespielt und ganz lange bin ich noch gerudert. Oha. Das habe ich auch noch ganz lange neben dem Handball gemacht und irgendwann ging es aber nicht mehr, weil es beides sehr zeitaufwendig wurde. Ja. Und ja, dann hat Rudern den Kürzeren gezogen. Zeitaufwendig heißt, zweimal mit der Mannschaft trainieren, am Wochenende spielen, ja. Lauftraining, Krafttraining individuell oder mit dem Team? Und wie macht unterschiedlich. Man das? Also es war schon mehr als zweimal die Woche Mannschaftstraining. Das war schon viermal die Woche Mannschaftstraining, okay, ja. Dann noch Krafttraining. Ja. Und dann Rudern ist eben auch ja ein sehr zeitaufwendiger Sport. Definitiv, viele Umfänge. Ne? Genau, ja, also deswegen ging das dann nicht mehr und dann habe ich mich für den Handball entschieden. Ja, ich glaube ganz gut, also, was du siehst und zeigst uns hier tolle Sachen. Freuen wir uns drüber, dass du diese Entscheidung so umgesetzt hast. Jawohl. Ja, ich mich auch. So, ich würde sagen, einmal machen wir noch zum Abschluss. Ja, bitte, ich muss. Ja, okay. Wir haben heute einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen, was Werfen angeht. Es gibt ja, was ich vorhin gesagt habe, mit Patte gibt es ganz viele unterschiedliche Wurfmöglichkeiten, genau. Noch Trickwürfe. Das ist jetzt erstmal so der Standard, dass man eben den Arm hier oben hat. Man kann natürlich auch noch Schlagwürfe machen, wo man dann am Abwehrspieler vorbeiwirft beispielsweise. Mhm. Oder hier so ein Abknickwurf, ja. Dass man da noch vorbeikommt. Und natürlich, habe ich vorhin zwischenzeitlich, glaube ich, auch schon gemacht, Sprungwürfe. Das ist dann noch ein bisschen komplexer. Mit zwei, das ist richtig schwierig. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Also erstmal zum Lernen ist der Stemmwurf oder Schlagwurf, dass man hier wirklich mit dem Bein einstemmt, ja. Dann die ganze Kraft in den Arm legt. Aus dem Körper raus, so ja genau. Ne? Ja, cool, vielen Dank. Vielen Dank, astreine Einheit, finde ich, also toll. Ganz wichtig für uns, das ist Handball, Schulsport auch, ne? Die Angst, dass man einen Torwart braucht, dass der mit der größten Brille muss rein wahrscheinlich, ne? Das kann man halt hier variieren. Ne? Und du sagst ja, das ist sehr variantenreich, kann ich jedem nur empfehlen. Hat richtig Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Session irgendwie, wo wir halt ein bisschen weiterführend arbeiten können. Genau, das war jetzt so ein kleiner Einblick. Genau, es gibt mal so einen noch Sprungwurf oder so, das wäre ganz cool. Ja. Ist ja mit Sicherheit spektakulär. Und dann sagen wir, Runde, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau. Bleibt gesund und ja, schönes Wochenende. Ciao. Ciao.